Bin ich schon drauf? Ich glaube, ich bin schon drauf. Ich tauche für euch ein in Deutschlands Videokultur. Hier geht es um Clips und Klicks. Wer hat die meisten davon? Wer ist ganz vorne mit dabei? Auf jeden Fall in der Champions League sind die Lochis. Das ist Kreativität im Doppelpack. Kick Alive mit den Lochis. Jetzt! Come on! Herzlich willkommen zu Kika Live. Ich bin heute hier bei den Top-YouTubern unterwegs, denn sie bekommen einen Preis. Der deutsche Web-Videopreis wird heute verliehen und ich bin mit den Leuten unterwegs, mit den meisten Klicks und die am allercoolsten sind, die Lochis. Gangnam Style. Ganz kurz für die Klärung für die Fans zu Hause, wer ist wer? Ich bin Heiko. Ich bin Roman. Gut, dann haben wir das auch geklärt, kann ich euch wenigstens auseinanderhalten. Ihr wart letztes Jahr hier Newcomer, inzwischen seid ihr ein Jahr lang schon echte Stars. Wie fühlt sich das an, wie geht's euch? Es geht uns echt gut gerade. Man muss sagen, also es sind eigentlich fast so wie letztes Jahr, nur halt, dass wir ein bisschen erfahrener sind. Ja, und seid ihr alle auch schon schwer reich jetzt? Klar, wir haben Goldschätze und wir sind Bonzen, haben unsere eigene Privatjets, ja. Das Internet macht's möglich. Wie sieht's denn eigentlich aus mit euren Ideen? Ich meine, ihr müsst ja immer auf dem Laufenden sein, müsst immer alles genau angucken. Oder wo kommen eure Ideen her? Setzt ihr euch da richtig zusammen oder wie läuft das? Die Ideen, die kommen einfach und ja, die kommen einfach, weil wir sind auch nur ganz normale, verrückte Zwillinge. Ja. Wie oft dreht ihr denn so im Schnitt? Eigentlich einmal die Woche und das meistens am Wochenende, so dass es am Wochenende darauf dann online kommen kann. Momentan sind sie auf jeden Fall brutal am Start und ich hatte vor einem halben Jahr, da waren die Jungs ungefähr so groß, die Ehre, sie beiden zu treffen, denn die Jungs haben mir natürlich geholfen bei meinem Webclip. Ben featuring die Lochis. Wir hatten Spaß und das Ganze sah so aus. Hallo, ich zeig euch, wie es geht. Ich erzähl euch jetzt, wie man ein Video dreht. Ihr braucht nur eine Cam, eine Perücke und Ideen. Und mit einer Brille wirst du sicher gut aussehen. Ich kann besser rappen und ein Video kreieren. Ich hab hier die Lochis, die können es mir zeigen. Ein halbes Jahr ist es her, wo wir gerappt und gesungen haben. Ja. Ich habe echt viel gelernt von euch, muss man ganz ehrlich sagen. Ihr seid tun, die waren Profis. Heute seid ihr natürlich glücklicherweise stark und freundlich nominiert worden. In welcher Kategorie? LOL. Was ist LOL? Lots of Laugh, also so Lachen und sowas. Achso, das LOL ist so wie im Chat, wenn die Leute schon so LOL schreiben. Genau, das ist eigentlich so Unterhaltung, Comedy, das. Woran liegt es, dass man gewinnt? Wer entscheidet das? Das entscheidet einmal die Jury und einmal das Publikum. Also 50-50 ist die Quote. Und wie sieht's gerade aus? Weiß ich gar nicht, können wir jetzt nicht sagen. Also vom Publikumsvoting liegen wir, glaube ich, vorne. Aber wie die Jury jetzt abgestimmt hat, das wissen wir nicht. Und wir lassen uns einfach überraschen. Also, keine Ahnung. Also ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Ihr hattet ja eine Menge fette Hits in der letzten Zeit, ne? Ja. Eure aktuelle Nummer ist gerade von Will.i.am und Britney Spears, ne? Wie heißt die Nummer? Scream and Shout, dazu sind wir auch nominiert. Und es ist auch mittlerweile unser meistgeklicktestes Video. Also das ist wirklich fett abgegangen, das Video. Aber wie viele Klicks habt ihr denn da jetzt? Ich glaube so knapp 3 Millionen. Alter Schwede. Das ist ordentlich, ne? Ja. Für YouTube schon, besonders hier in Deutschland. Also 3 Millionen ist auch besetzt, wie schon gesagt, unser meistgeklicktestes Video. Okay, bei euch heißt es natürlich nicht Scream and Shout, sondern Zocken und Pennen. So sieht's aus. Zocken und Pennen. Und da kicken wir jetzt mal drin. Ich will zocken. Wenn ich Ferien hab, gehe ich nicht raus. Ich zocke nur, bleibe zu Haus. Mach die PlayStation an, die Gegner sind jetzt dran. Controller in der Hand. Mein Gamerland, meine Mama macht Stress, du such die Mann. Als ich jung war, spielten wir Fang. Du brauchst frisch Luft, geh doch mal raus. Was willst du das? Fenster ist auf. Ich will nur zocken und pennen, mich nicht bewegen. Nur zocken und pennen, mich nie mehr pflegen. Ich lebe in einer virtuellen Welt. Das ist das Leben, was mir so gefällt. Geile Nummer, würde ich sagen. Über 3 Millionen Klicks. Über 3 Millionen Leute haben sich das schon angeguckt. Ja, ja, schon krass. Wie viele, ne, Klicks habt ihr denn insgesamt? Kann man das sagen? Ich glaube 40 Millionen oder 50 Millionen, irgendwie sowas. Alter Schwede, da haben 40 Millionen Leute so gemacht.
und dann wird man auf einmal berühmt und gewinnt 1000 Preise. Naja, berühmt nicht, aber. Na klar seid ihr berühmt, Alter. Hier sind überall Leute, ja, die kennen euch alle. Ja, ist ja nicht so unser Fan. Also es kommen auch, sind auch viele andere YouTuber da. Also es ist jetzt nicht nur für uns das Fan. Aber man kann schon richtig sagen, ja, dass ihr ordentlich Fans habt. Ne? Was tut ihr denn alles, damit die Fans eure Fans bleiben? Also wir machen auf jeden Fall sehr oft irgendwie so Facebook-Umfragen, was wir als nächstes machen. Da kann man halt abstimmen und ja, wir wollen halt versuchen, unsere Videos auch nach den Fans zu richten, dass sie damit auch zufrieden sind, klar. Also wenn man sich von diesen beiden hübschen, jung, attraktiven Zwillingen aka ja, die Lochis beraten lässt, wird einem erstmal empfohlen, Mensch, wenn du ein Webclip machen willst, und das gilt auch für euch zu Hause, sucht euch erstmal einen ganz besonderen Charakter. Watch it! 1, 2, 3, 4. Wir machen jetzt ein Video fürs Internet und Rap und so. Jo, ich bin Eugen. Und Eugen ist ein richtig cooler Typ. Der kann Mathe, Alter, und ich rechne wie ein Sieb. Alter Schwede, er geht ganz schön ab und schwuppsdi, wuppsdi, wuppsdi, wupps, bin ich der Eugen. Und hier sind ganz schön viele Menschen, finde ich. Ich sehe überhaupt nichts durch die Eugenbrille. Ich zieh die mal schnell wieder ab, sonst habe ich Augenmumps. Was passiert denn jetzt genau hier? Das heißt, die dürfen euch jetzt anfassen, live und nicht nur, also, nicht nur im Netz. Hier sind jetzt viele große YouTuber da und auch kleinere YouTuber und natürlich auch Fans, also die Zuschauer, und die können sich jetzt treffen. Die können uns jetzt anfassen, die können jetzt Autogramm haben, die können jetzt, was weiß ich, ja, dafür sind so Fantreffen da, dass man halt mit den Fans mal redet, dass man halt, ja, mit ihnen sozusagen, keine Ahnung, mit ihnen halt schwärzen kann, mit mir den Autogramme schreiben kann und sowas, Fotos machen. So. Also ich finde, für dafür, dass sie so jung sind, dass sie dafür schon so berühmt sind, das auch so gut machen können. Also das ist wirklich schon super. Ja, ich finde die Parodien gut und auch hier Comedy, was sie machen, finde das cool und ja, ist interessant. Ich finde, weil die auch noch nicht so alt sind, sind unser Alter und dann geht das. Sind die Mädels denn auch nervös, wenn die dann so zu euch kommen und Fotos haben wollen? Da waren mehrere, die haben so richtig gezittert, also ja, das war schon krass, das hat mich gewundert. Die einen, die waren total geflasht, ja, gehört aber dazu, also. Wie sieht's aus? Habt ihr inzwischen schon so ein Fotolächeln irgendwie? Habt ihr euch da schon... zeig mal. Geil, warte, ich kann auch eins. 1, 2, 3. Jetzt werden die Jungs gerade interviewt. Das ist hier ein ganz krasser, fetter Livestream, der um die ganze Welt geht. Kein Wunder, dass bei den Jungs richtig die Nerven flattern. Geht die Pumpe? Wie geht's euch? Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber mir geht's also eigentlich richtig gut. Wie geht's dir? Also ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die Gala, auf die Preisverleihung, ob wir jetzt gewinnen oder nicht. Das ist mir jetzt, nicht so wichtig, weil dabei sein ist alles, besonders bei so Sachen. Das ist echt cool einfach nur. Na gut, Jungs. Also ich wünsche euch alles Gute, ne? Check nochmal rein hier. Viel Glück. Das Krachen. Dieser wunderschöne Videopreis wird insgesamt in 13 Kategorien ausgeschenkt bzw. vergeben. Unter anderem in der Kategorie Cute, was so viel heißt wie niedlich. Da werden kleine Katzenbabys, aber auch Hunde, wie zum Beispiel dieser gute Freund da hinten, nominiert und bzw. mit einem Preis belohnt. Außerdem gibt es natürlich auch noch LOL, Love auf Laut, wie unsere lustigen Kollegen. Aber auch noch vieles andere wie FIQs. Es sind mehr so Informationsgeschichten, Fragesachen. Aber auch noch vieles, vieles mehr. Also dem Videopreis sind keine Grenzen gesetzt. Und gleich wird es hier für die Lochis richtig ernst. Für die Lochis hat es heute nicht ganz gereicht. Jungs, verdammt, knapp daneben ist auch vorbei, aber dabei sein ist alles, oder? Nee, also im Publikumsvoting haben wir auch gewonnen, also für die Community jetzt. Also die haben ja ganz viel gewotet. Die Jury hat dann wahrscheinlich also für das andere Video entschieden. Das war auch von der Professionalität echt besser, aber das war auch nur Fernsehproduktion. Dabei sein ist alles, und dabei sein ist alles. Cool. Es hat heute total Spaß gemacht bei dem Fantreffen und nachher jetzt noch die Aftershow-Party. Ja, also das Tollste war nicht das Fantreffen, weil wir da einfach mit vielen YouTubern und Fans zusammen waren und ja, das ist einfach geil. Dabei sein ist alles, ein gutes Motto. Genau. Wie geht's weiter? Wann wird das nächste Video gedreht? Letzte Frage. Also jeden Samstag kommt ja ein neues Video und ich denke mal, dieses Wochenende werden wir dann was Neues drehen. Cool. Ich drücke auf jeden Fall weiter fest die Daumen. Wir bleiben natürlich auch dran. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so tragisch. Das Wichtigste ist einfach dabei sein und das hat einfach Spaß gemacht heute. Und das Gewinn war uns wirklich nicht so wichtig. Wir haben ja schon einen Preis. Ja, gemacht. Ihr seid Champions und das nächste Mal nehmt ihr vielleicht einen Hund mit. Genau. Alles klar, macht's gut, ihr Lieben, ja?
Haut rein, genießt den Abend noch. Das war Kiga Live für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns bald wieder. Peace.